Hallöchen ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Anleitungsvideo von mir. Heute möchte ich mit euch ein Zopfmuster häkeln und zwar den geflochtenen Zopf, den ihr bereits schon auf dem Foto gesehen habt. Und dieser Zopf geht über insgesamt 9 Maschen. Ich habe hier schon mal was vorbereitet und zwar, das solltet ihr auch machen, wenn ihr diesen geflochtenen Zopf häkeln möchtet, müsst ihr einmal eine Basisreihe mit ganz normalen Stäbchen häkeln und rings um den geflochtenen Zopf herum, also auf der linken und auf der rechten Seite, werden jeweils auch ganz normale Stäbchen gehäkelt, damit er sich von dem übrigen Muster natürlich auch abheben kann. Und damit das nach Relief auch aussieht. So, hier habe ich bei diesem Muster, bei diesem Beispiel, häkele ich links und rechts jeweils 4 Stäbchen. So, das Muster von dem geflochtenen Zopf geht, meine ich, über 4 Reihen. Ja, 4 Reihen, die sich dann stets wiederholen. Und wir beginnen in Reihe 1. Bei dem geflochtenen Zopf mit 3 Reliefstäbchen von vorne. Und dann werden 3 Maschen übersprungen. Die Nadel dreimal einschlagen und wir gehen zur vierten Masche und häkeln ein dreifaches Reliefstäbchen von vorne. Oder man kann auch sagen dreifach Reliefstäbchen von vorne. Das wiederholen wir noch 2-mal. Mein Kater bestätigt das schreiend im Hintergrund. Und wollte sich auch unbedingt mit einem Kommentar hier einbringen. So, wenn ihr dann diese 3 dreifache Reliefstäbchen von vorne fertig gehäkelt habt, schlagt ihr die Nadel wieder 3-mal ein und geht zur allerersten Masche, die ihr übersprungen habt und häkelt dort auch über die anderen 3 hinweg ein dreifache Reliefstäbchen von vorne und um die anderen beiden übersprungenen Maschen macht ihr das auch. Dann haben wir die erste Überkreuzung, die erste Verzopfung. Genau, mein Kater sagt, du machst es genau richtig so und ich hoffe, ihr kommt alle mit und könnt das auch gut verstehen. So, das ist quasi die erste Reihe vom Zopfmuster. Ich häkel jetzt hier noch schnell die 4 Stäbchen und dann zeige ich euch gleich, wie es in Reihe 2 weitergeht. Reihe 2 und 4 werden beide gleich gehäkelt und zwar werden um alle 9 Maschen des Zopfes jeweils ein Reliefstäbchen von hinten gehäkelt. So, also 9 Reliefstäbchen von hinten. Links und rechts natürlich wieder ganz normale Stäbchen häkeln in Reihe 2 und 4. Und dann zeige ich euch jetzt gleich, wie Reihe 3 gehäkelt wird. So, Reihe 3 wird wie folgt gehäkelt. Wir überspringen 3 Maschen, die ersten 3 Maschen des Zopfes, schlagen die Nadel 3-mal ein und gehen zur vierten Masche und häkeln wieder ein dreifaches Reliefdoppelstäbchen,
So, jetzt bin ich, mein Kater bringt mich ja ein bisschen aus dem Konzept. Ein Relief-Dreifachstäbchen von vorne, so rum war das. Das wiederholen wir noch zwei weitere Male, dass wir insgesamt drei Relief-Dreifachstäbchen haben von vorne. So, und jetzt kommt das Knifflige an diesem Zopf. Wir schlagen die Nadel wieder dreimal ein, gehen jetzt hinter diese Dreifach-Relief-Stäbchen, gehen zur ersten übersprungenen Masche, um dort ein dreifaches Relief-Stäbchen von vorne zu häkeln, aber eben hinter diesen bisherigen. Ich klappe die immer so ein bisschen vor, das geht dann einfacher, dann komme ich da auch besser dran, um das Stäbchen fertig zu häkeln, beziehungsweise hier in diesem Fall das Dreifachstäbchen. Oder um es ganz konkret zu sagen, das Relief-Dreifachstäbchen. So. Um die anderen beiden übersprungenen Maschen müssen wir das natürlich auch häkeln. Also um jede übersprungene Masche ein Relief-Dreifachstäbchen häkeln. So, dann könnt ihr danach die anderen wieder hochklappen. Dann habt ihr hier die Verzopfung. Wenn man es noch nicht gemacht hat, ist das ein bisschen knifflig und kann einen sehr die Geduld strapazieren. Deshalb üben, üben, üben. Mit der Zeit wird es immer besser. Glaubt mir, ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe auch nicht gleich so angefangen, dass das alles super geklappt hat. Und ich habe ganz oft auch versucht, meine Häkelsachen an die Wand zu schmeißen. Aber mit ein bisschen Geduld und Übung immer mal wieder, dann klappt das immer einfacher. Und nach der Verzopfung bleiben ja noch drei Maschen übrig und da werden ganz normale Reliefstäbchen von vorne gehäkelt, also drei Reliefstäbchen von vorne. Das ist Reihe 3 gewesen. Reihe 4 habe ich ja bereits erklärt, da werden dann alle neun Maschen als Reliefstäbchen von hinten gehäkelt. Und diese 4 Reihen, die werden stets wiederholt, solange wie ihr diesen Flechtzopf häkeln möchtet in eurem Projekt. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt, dass ich es euch hoffentlich auch einigermaßen verständlich erklären konnte und dass ihr gut mitgekommen seid. Und wenn euch dieses Video, diese Anleitung gefallen hat, würde ich mich selber gefällt mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr ja Lust, meinen Kanal zu abonnieren, falls nicht schon längst geschehen. Dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist und könnt als eine der Ersten sofort losstarten. Und wenn mal etwas unklar sein sollte, wenn Fragen zu einer Anleitung von mir aufkommen, könnt ihr diese rund um die Uhr auch in meiner Facebook-Gruppe stellen. Den Link dazu hinterlasse ich euch in der Infobox direkt unter diesem Video. Dort könnt ihr dann auch Fotos hochladen von euren fertigen Werken nach meinen Anleitungen. Das gleiche gilt natürlich auch für Instagram. Und dort ist ja jeden Mittwoch der Mustermittwoch, also Hashtag Mustermittwoch, in euren Postings und Verlinkungen mit @romifischersworld. Dann finde ich eure Postings und Stories ganz schnell und kann sie auch teilen. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren, Geduld üben, wenn ihr Geduld mitbringen müsst. Und ganz viel Spaß beim Nacharbeiten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und sage bis zum nächsten Mal, eure Romy. Tschüss.